look for it? Okay, let's go. Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, einem kleinen Let's Play. Das ist das winterlich-weihnachtliche, was ich schon angekündigt hatte. Und ja, ich hatte das schon mal gesehen und ich fand das einfach nur so süß gemacht. Also dem kleinen Marvin wurde gerade eine Handschuh geklaut. Von einem Fuchs oder keine Ahnung was es war. Es hatte scheinbar ein Geweih. Und hatte irgendwie farblich ein bisschen Ähnlichkeit mit Evoli, würde ich sagen. So, und er hat sich erst gedacht, ja, was soll's. Und irgendwie hat ihm dann sein Handschuh gesagt, nein, wir müssen meine andere Hälfte finden. Also dann tun wir das jetzt. Und gehen mal mit dem Kleinen los. Ich finde diese Gegend hier, ich finde das einfach so schön gemacht. Das sieht so süß aus und hier mit dem Schnee, ach, ich finde das süß. Tja, da kommen wir noch nicht hoch. Hier ist ein Zeichen für einen Schlitten. Ah, hier geht's ins nächste Bild. Ein kleiner Wald. Ah, jetzt hat Marvin ein Bild gezeichnet von dem Tier. Ein Stachelschwein scheinbar. Und dort stand 1 von 11. Scheint das erste von 11 Tieren zu sein, dem wir hier begegnen können. Kommen wir hier rauf? Oh ja. Ah, geht's auch unten weiter? Mal schauen. Also wie gesagt, ich habe mir davon schon mal einige Folgen bei jemand anderem angeguckt und ich fand das einfach nur so süß. Ah, hier geht's auch weiter. Ab in die Höhle. Aber hier geht's nicht weiter. Also doch wieder hier raus. Und dann hier oben lang. Hier geht's scheinbar aber... Oder ach doch, hier. Aber das ist schon circa ein Jahr her, dass ich das mal gesehen habe. Huch. Na Mensch. Ja, und ich spiele das aber nicht mit Gamepad, weil das kann man auch mit Gamepad spielen. Ah, nein. Sondern ich spiele das mit Tastatur. Ah, jetzt. Ach nö, jetzt sind wir ja wieder da. Und das ist hier mit den Pfeiltasten und der Leertaste bisher. Weil ich habe kein Gamepad. Also doch, ich habe eins. Ein Wireless Gamepad. Mit Stick eigentlich, aber der Stick ist weg. Ha, er ist nicht gesprungen. Hm. Na gut, hier scheint es jetzt vielleicht nicht weiterzugehen. Vielleicht finden wir hier drüben noch was. Moment. Hier kann man mit Gamepad spielen. Wie gesagt, ich habe leider kein funktionierendes. Aber besonders jetzt irgendwie, das war gerade, ich dachte, das war irgendwie, dass man schneller rennen kann. Oder das war einfach, weil wir wieder in den Bildschirm hier gekommen sind, dass die uns gesagt haben, ja, das und das könnt ihr machen. Eine Map? Ach, na schau. Ich kann das gar nicht bewegen. Doch jetzt, mit den Falltasten auch nur. Okay, an diese drei Orte können wir schon. Aber es geht jetzt nicht, wenn ich Doppelklick mache, dass er dann schneller läuft. Nee, das macht er nicht. Ach, da war wieder das kleine... Stachelschwein. Also ich vermute, dass es eins ist. Huch.
weiß nicht, ob es sich mit dem Pad besser steuern würde als mit dem jetzt hier. Nein. Weil das ist ein bisschen ungenau, finde ich. Weil ich kann auch nicht die Maus nehmen oder so. Ich muss wirklich komplett mit dem... Mit den Pfeiltasten und... Uiuiui, und der Leertaste. Agieren. Ach, hier oben geht's weiter. Da muss man ganz vorsichtig sein mit dem... Springen und so. Jetzt könnten wir über die Felsspalte hinüber sein. Ja, sind wir. Schön. Snowman Meadow. Ist Meadow nicht die Wiese? Also Schneemannwiese? Ach ja, hier wurde uns der Handschuh geklaut. Von Evoli. Ah, okay, hier kommen wir so nicht weiter. Also wieder über die Äste. Wie es scheint. Ah. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir später noch sehr... Oh, also das macht sich echt mit den Pfeiltasten... Ja. Also ich hätte jetzt echt gern ein funktionierendes Gamepad. Benno. Da hängt was. Mit, wir können aber nicht interagieren damit. Ah, okay, hier geht's weiter. Huch, oh. Ah, verdammt. Ah, wir konnten den Vogel nicht aufzeichnen. Den hätten wir bestimmt aufzeichnen müssen, aber der flog weg. Den haben wir erschreckt. Das ist ja richtige... Puzzlearbeit hier. Aber ich finde das Spiel richtig süß gemacht. Wie gesagt, er kann später auch noch richtig hoch springen und oder fliegen. Huch. Und ich finde das schön mit dem Schnee hier. Und auch die Umgebung, das sieht einfach schön aus, finde ich. Aber irgendwie entfernen wir uns immer weiter von zu Hause, finde ich. Ein Fuchs! Oh, schon wieder zu schnell. Wenn wir zurückgehen, ob der dann wiederkommt? Mal schauen. Ob der jetzt wieder da ist. Ja, ich bin zu ungestüm, ich weiß. Einfach viel zu schnell. Da ist er wieder. Jetzt. Ach, ist der süß. Aber wir haben jetzt schon drei. Also hat er den Vogel doch aufgezeichnet? Eigentlich nicht, ne? So. Wie weit geht das hier? Elfencamp. Aha. Huch. Achtung, Schaufel. Hi. Mine's missing too. No. Oh. Die vermissen auch ihre Handschuhe. Denen wurden auch die Handschuhe geklaut. I'm gonna go find all our mittens. Ach, süß. Ah, also normales Space ist... Ah,
Ja, das Normale ist jetzt halt springen wie sonst und das dann und gedrückt halten, da kann er fliegen. Und ich weiß noch, dass sich das immer weiter verbessern wird. Dass er immer höher fliegen kann. Ach, ich glaube, das ist irgendwie, haben sie gerade gesagt, umso mehr von den Schneeflocken man hat, umso höher kann man fliegen oder umso länger kann man fliegen. Irgendwie so war das. Aber ich finde das so süß gemacht. Huch, jetzt klemmt er hier unten irgendwie. Nein! Er hat jetzt also sozusagen von den Elfen magische Fähigkeiten bekommen. Damit er die... Die Handschuhe zurückholen kann. Ich wünsche mir gerade ein iPad, wollte ich gerade sagen. Nein, ein iPad wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir einen Controller. Ja, so hoch können wir noch nicht fliegen. Doch. Vielleicht müssen wir hier so fliegen. Ha, hat nicht geklappt. Hm. Aber wir hätten die dort oben fast gekriegt. Nein, ganz knapp. Naja. Dann gucken wir mal weiter, weil weiter hinten wird es jetzt bestimmt auch welche geben. Ach, dort oben sind wir auch noch nicht rangekommen, ne? Wo sehe ich denn, wie viele ich schon habe? Ach, ganz knapp. Und ich glaube, da oben waren gerade noch mehr, kann das sein? Ja, da oben ist noch eine. Marvin, time to come in. Oh, hab ich mich gerade erschreckt. Es war die Mutter. Oh, auch die Melodie ist so schön. Und er träumt davon, wie er seinen Handschuh verloren hat. Und von dem Fuchs. Und wie er die Kraft für den Elfen bekommen hat. Von zu Hause hat er auch geträumt. Da ist es. Er träumt von seinem heutigen Tag. Und ich finde die Musik so unglaublich schön. Also dieses Spiel lohnt sich wirklich. Also ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich finde dieses Spiel so unglaublich schön. Und es passt so unglaublich gut zu der Winter- und Weihnachtszeit. Und ja, ich kann sagen, es ist einfach ein wunderschönes Spiel. Und diese Musik, ich liebe sie. Ich glaube, wenn wir jetzt nicht auf Leertaste drücken und speichern und weitergehen, wird die Musik noch weiterkommen. Und ich könnte sie mir noch stundenlang anhören, weil sie einfach wunderschön ist. Am nächsten Tag. Ach ja, Tab für die Karte, genau. Und da steht, was, 0 von 21? Ach, das sind jetzt die Dinger hier. Ja, genau. Ach, dieses Spiel, ich finde es ja sowieso schön, ne? Und gerade als ich aber die Melodie, die Musik gehört habe, ich habe es noch mehr geliebt. Gerade. Huch. Hier sind die Tiere, die wir schon gezeichnet haben. Ich wusste gar nicht, dass die hier hinterm Haus sitzen und sie laufen nicht weg. Ach, ist das schön.
Nein! Nein! Ich glaube, wir haben gerade auf der Schaukel gestanden. Yay! Nein! Yay! Ah, nein, dort oben ist noch eine, aber da kommen wir noch nicht ran. Die war so hoch. Eine Elfe! Kommen wir jetzt hier hoch? Ja! Und wie macht man das hier mit dem Schlitten? Mal gucken, ob wir jetzt diesmal den Vogel kriegen zum Zeichnen. Der ist dann bestimmt auch dort hinten. Yay, wir haben sie bekommen. Natürlich. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Marvin. Wir holen uns aber mal schnell hier nochmal das. Genau. Und jetzt gehen wir hier hoch. Ah! Ah, hier gibt's auch noch mal. Yay. Huch. Da ist er gleich, wo er landet. Da wusste ich gleich gar nichts damit anzufangen. Ach, irgendwie komme ich irgendwann auch noch mal mit der Steuerung zurecht. Das ist ja fast wie bei Aliens vs. Predator mit Nummer 6. Nummer 6 wollte auch erst nicht so, wie ich wollte. Huch. Da hinten sind auch noch mal welche. Nein! Vorsicht, ach, da oben auch. Nein! No. Ah, kann aber schon echt hoch fliegen, der Kleine. Nee, das schafft er noch nicht. Ja, wir haben beide bekommen. Ach, da ist auch noch mal eins. Da sind sogar zwei. Ach, und wir können jetzt wirklich höher fliegen, weil wir so viele Schneeflocken haben. Und umso mehr Schneeflocken wir kriegen, umso höher können wir fliegen. Und umso höher wir fliegen, umso mehr Schneeflocken können wir kriegen. Das hängt alles miteinander zusammen. Oh, nein! Verdammt, die Höhle habe ich ganz vergessen. Huch. Aber es kann ja dann kein Fuchs gewesen sein, was uns den Handschuh geklaut hat. Weil den Fuchs haben wir ja gezeichnet und der sitzt ja jetzt hinterm Haus. Also der kann es dann ja schon mal eigentlich nicht gewesen sein. Wäre zumindest komisch. Ah, so haben wir jetzt wenigstens die alle. Sehr schön. Ja, das ist so ein bisschen hier Perfektionismus und sowas. Möglichst alle haben. Alles kriegen, was geht. Und geht nicht, gibt's nicht. Irgendwie kriegt man das immer. Nein! Verdammt. Ach, Mensch. Na, wenigstens schneit's in der Höhle nicht.
Obwohl, ich finde das hier sehr schön. Auch die Bäume sehen sehr schön gemacht aus. Ich finde, also da hinten jetzt, wenn ich so die Bäume betrachte, das sieht wunderschön aus einfach nur. Und dieses Spiel ist einfach nur toll. So ein richtiges, kleines, schönes Winterweihnachtsspiel. Wir gehen lieber den sicheren Weg jetzt hier. So. Huch. Ich dachte schon, wir wären jetzt fast runtergefallen. Ah. Ha, fast. Ich dachte schon, nein. Oh, wir bleiben nicht drauf. Nein. Hm, Mist. Boah, ich glaube gar nicht, wie angespannt ich hier sitze, dass ich das auch alles richtig hinkriege hier beim Springen. Nein, ich glaube, dahin kommen wir noch nicht. Aber den kriegen wir. Yay. Nein. Oh. Ach, Gott. Ach, Mensch. Gut, den kriegen wir noch nicht. Hat er gerade Happy gesagt? Wie süß. Yippie. Da oben ist noch ein Stern, den hatten wir noch nicht. Alright. So, und jetzt haben wir vielleicht genug Sterne, um es nochmal zu probieren. Nein! Oh, oh. War das knapp? Nein, immer noch nicht. Huch, oder ich mache es einfach nicht richtig. Ah. Na gut, das probieren wir mal ein andermal aus. Ach, hier unten sind auch noch welche. Seht ihr mal. Ah, da oben ist was. Ach, da oben, jetzt haben wir den Schlitten. B. Ach ja, und das ist dieses Slide. Ach, natürlich. Und das können wir dort machen, wo dieses Schlittenzeichen ist. Schlittenfahren, ja, wer hat das nicht gern gemacht, nicht wahr? Dieses rote Band, was dort drüben ist, ich dachte vorhin, das ist vielleicht ein Hinweis. Ein Hinweis auf unseren verschwundenen Handschuh. Aber irgendwie konnten wir nichts damit machen. Nein, können wir auch jetzt nicht. Nein, da oben kommen wir noch nicht dran. Vielleicht hier rüber. Na, nee, noch nicht. Aber da oben kann man auch nicht stehen, weil dort ist kein Schnee. Noch schön. So, ich gehe erstmal. Dort ist noch einer. Ja, dort sind sogar noch mehrere. Huch. Ja, da oben waren noch mehr, ich weiß. Aber ich glaube, da kommen wir noch nicht dran. Enter? Ach, der Vogel. Eine Meise. Ach, das ist die 2 von 11. Ach, das heißt nicht, dass wir schon 2 von oder 3 von 11 haben, sondern das sind die Nummern einfach. Und an dem Fuchs haben wir gesehen, ach, uns fehlt da noch die Nummer 2. Nein, da kommen wir noch nicht ran. Vielleicht am nächsten Tag. Vielleicht schaffen wir immer mehr pro Tag. Also umso mehr Tage, umso höher vielleicht. Huch. Das war jetzt nicht gewollt. Na. Jetzt müssten wir gleich zu den Elfen wiederkommen. Doch noch nicht. Aber nicht nur oben gucken. Unten gibt es manchmal auch welche. Und das wird... Also entweder wirkt es so oder es wird dunkler. Na, ah, wir können auch rückwärts sliden. Das ist gut. Da oben kann man. Marvin, time to come in. Coming.
Carmen. Ach, die Mutti guckt durch die Tür. Und heute träumt er von dem Vogel, den wir gesehen haben, von dem Schlitten, den wir gefunden haben, von dem Stachelschwein. Und wieder von seinem Handschuh, der ihm fehlt. Und wieder von dem Stachelschwein. Und noch mehr vom Stachelschwein. Das Tier scheint ihn sehr zu beschäftigen. Genauso wie sein Handschuh. Und die Kraft, die er von den Elfen bekommen hat und die immer mehr steigt. Und von zu Hause, wo seine Mutti wartet. Und den in den Schlaf singt. Und von dem kleinen Vögelchen und dem Schlitten. Also dann, ich sag dann auch mal gute Nacht und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, tschüss.